Name, der in Deutschland noch heute bei vielen tabu ist. Leni Riefenstahl, die berüchtigte Filmemacherin des Dritten Reichs. Was könnte er werden? Ein Film über Leni Riefenstahl. Die Demontage des Mythos oder Revision des Vorurteils? Als wenn die Person, die auf diesem Bild ist, nicht ich bin, irgendeine Schauspielerin. Diese Unschuld, dieser Enthusiasmus und später vom Gipfel des Ruhms, der Sturz, die große Enttäuschung, wie sehen Sie das heute? Ach Gott, das ist schon so lange her, das habe ich schon so lange überwunden, dass ich mich damit gar nicht mehr befasse. Das ist bei meinem Alter, denken Sie mal, ich bin in diesem Jahr 90 Jahre alt. Da sind das schon Jahrzehnte wieder vergangen. Es war eine schlimme Zeit, ja, aber ich habe das, es ist wie eine andere Welt. Ich lebe nicht mehr in dieser Vergangenheit. Ich wollte eigentlich nur versuchsweise auftreten, wie weit ich mich eigne, überhaupt diesen Beruf zu ergreifen als Tänzerin. Und dann kam ein so enormer Erfolg. Ich wurde sofort von Max Reinhardt engagiert, von Prag, von Zürich. Und das war wie ein Rausch. Unglaubliche Sache. Dieser Bahnhof hier am Nollendorfplatz hat eigentlich mein Leben total verändert. Ich stand damals hier und wartete auf einen Zug. Ich hatte eine Verabredung bei einem Arzt, weil ich eine schwere Knieverletzung hatte und nicht mehr tanzen konnte. Und war ungeduldig, weil der Zug, so erschien es mir, zu spät kam. Und als er endlich kam, sah ich plötzlich ein Plakat. Und als ich anfing zu lesen, Berg des Schicksals, sah ich dort eine Männergestalt, die über einen Kamin schritt. War ich so fasziniert, dass ich den Zug verpasste. Der Zug fuhr weiter und ich stand immer noch an derselben Stelle und schaute Berg des Schicksals, Kino, Mozartsaal am Nollendorfplatz. Das war hier der Nollendorfplatz. Ich vergaß Arzt, vergaß alles und ging also ins Kino. Was Leni Riefenstahl hier sieht, eröffnet im Leben der Tänzerin eine neue Dimension. Der Berg des Schicksals von Arnold Fanck war der erste Spielfilm in der Geschichte des Kinos, der eine dramatische Handlung im Hochgebirge zum Thema hatte. Fanck hatte damit ein neues Genre geschaffen, den Bergfilm.
Es war ein total anderer Film, ein Pionierfilm. Es gab noch gar keine Bergfilme. Es gab damals auch noch keine so bewegten Aufnahmen. Die Wolken zum Beispiel lebten und bewegten sich. Das hat es damals noch nicht gegeben. Da war Funk ein Pionier und die Zeitlupenaufnahmen und vor allen Dingen die Beleuchtung, das Gegenlicht und die Bildeinstellungen, das war alles künstlerisch. Das war also weit, weit der Zeit voraus. Man merkte sofort, ohne viel vom Film zu verstehen, dass das eine ganz besondere Kunstform war, die ich dort zum ersten Mal auf der Leinwand erblickte. Sobald sie kann, fährt sie ins Gebirge, um den Mann zu suchen, der diesen Film gemacht hatte. In einem Hotel in den Dolomiten hat sie Glück. Zwar trifft sie hier nicht Arnold Funk, aber wenigstens Hauptdarsteller Louis Trenker. Dann kam sie und hat gesagt, sie will im nächsten Film die Hauptrolle spielen. Mit mir. Aber ich spinne. Dann hat sie mir ein schönes Foto gegeben. Das Foto habe ich dem Funk geschickt. Ich habe ihm geschrieben, lieber Funk, diese Frau ist sehr schön und sie will unbedingt im nächsten Film mit mir den Film, den sie machen, spielen, die Hauptrolle. Aber ich sage, das sind Spinnereien von euch, machen Sie das weiter. Beilegend das Bild von Riefenstahl. Auf der Bühne beim Tanzen das Knie schwer verletzt. Und so schickte ich ihm Fotos und Kritiken, die ich hatte, die fantastisch doch waren. Und aufgrund dieser Kritiken, vermute ich, und dieser Bilder, besuchte er mich in der Klinik. Und zu meiner Überraschung überbrachte er mir ein Manuskript. Und da stand drauf, der Heilige Berg, geschrieben in 3 Tagen und Nächten für Leni Riefenstahl. Dann kam der Brief von Franz, du bist ein Spinner, das wird die größte Schauspielerin Deutschlands. Und sie wird spielen den Heiligen Berg, die große Rolle mit dir. Schau, dass du mit dir gut auskommst. Das Drehbuch verlangte, dass ich mich von einer Lawine verschütten lassen muss. Und das war wirklicher Wahnsinn, dass wir das gemacht haben. Ich kann Ihnen mal die Stelle zeigen, die so ähnlich war. Schauen Sie, da oben, die Felsen. An so einer Felswand haben wir gestanden, vielleicht noch etwas steiler. Eine Lawine mich verschüttet. Ich konnte mich gerade nur mit den Händen festkrallen am Felsen und warten, bis eine Lawine runterkam. Und nicht nur einmal, sondern gleich 2-3 Mal. Heute sagt man, es ist ein Wahnsinn. Aber damals hat Funk eben alles wirklich von uns verlangt. Hier habe ich zum ersten Mal Regie geführt. Seitdem wir damals hier die Aufnahmen gemacht haben, sind 66 Jahre vergangen. Ich werde die nie vergessen, die Szene, denn es war nicht nur meine erste Regiearbeit, ich war auch zum ersten Mal hinter der Kamera und habe kurbeln müssen. Damals gab es ja noch keine elektrischen Kameras. Und ja, alles wunderbar gegangen, aber es passierte ein Unfall. Denn im Augenblick, wo ich mit der Kurbel anfange, die Szene zu drehen, gab es einen schrecklichen Krach. Eine Fackel explodierte, ein Knabe stand neben mir und es gab eine große Flamme. Mein Gesicht verbrannte, ich drehte weiter. Ich spürte den Schmerz, die Flammen drehte noch zu Ende. Und als das fertig war, guckte ich in den Spiegel, sah, wie alles schwarz war hier, rannte fort
und erfuhr, dass er ein kleiner Knabe auch fast verbrannt hatte, aber er konnte gerettet werden. Berlin, Anfang der 20er Jahre. Ein Krieg ist verloren, die Nation zerrissen. Der Masse geht es miserabel. Viele hungern. Suppenküchen und Notverpflegung gehören zum Straßenbild. Kriegsgewinnler stellen ungeniert ihren Reichtum zur Schau. Soziale Unruhen sind an der Tagesordnung. In München gründet ein Österreicher mit Namen Adolf Hitler eine neue Partei, die NSDAP. Berlin 1992. Für unseren Film besucht Leni Riefenstahl mit ihrem Lebensgefährten Horst Kettner die legendären Ufa-Filmstudios von Babelsberg. Hier entstanden Klassiker des deutschen Stummfilms. Erzählen, wie Sie damals zum ersten Mal diese Studios erlebt haben, was da los war. Im Gehen? Ja, langsam gehen. Geht das nicht? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich spreche doch nicht im Gehen. Naja, Sie könnten aber im Gehen. Nein, habe ich noch nie in meinem Leben. Ich habe nie, solange ich lebe, im Gehen gesprochen. Ich bin doch kein Geist. Hör immer auf, um was es geht. Naja, aber ich sage nur, ich kann im Gehen nicht sprechen. Ich träume oder auch wenn ich träume, liege ich oder sitze ich, aber im Gehen kann ich nicht sprechen. Aber es hat mir doch keiner gesagt, das heißt, ich soll im Gehen soll dabei. Einen Moment, ich habe das schon angehört. Jetzt würde ich ungefähr so eine Frage stellen und dann würden Sie jetzt antworten, während wir da so langsam hinterfahren, so ungefähr. Ja, aber dann würden Sie können ja nicht rückwärts gehen, dann müsste ich so sprechen. Hier wäre. Na, hier, ich bin ja hier. Ich bin ja hier. Es war sehr beeindruckend. Es wurden damals drei große Filme hier gedreht. Fritz Langs Metropolis mit Brigitte Helm, Murren aus Faust mit Camilla Horn und unser Film, Der Heilige Berg. Allerdings, wir waren in einem kleinen Atelier. Aber hier in dieser Halle, wo ich auch später meine Aufnahmen für Tiefland gemacht habe, waren damals einfach fantastische Dekorationen aufgestellt und hunderte von Komparsen. Hatten Sie Kontakt zu den berühmten Regisseuren von damals? Zu Lang nicht, aber zu Murnau. Frank wollte, dass ich mich als Gretchen vorstelle, der damals den Faust drehte. Und ich hatte mir eine Perücke besorgt mit langen blonden Haaren. Frank wollte unbedingt und glaubte, dass Murnau mich nehmen würde. Aber Murnau war schon interessiert. Ich kam auch in die engere Wahl. Aber schließlich fiel die endgültige Entscheidung doch auf Camilla. Das war mein Lieblingsgebiet. Es gibt hier kaum eine steile Wand, kein Gipfel, wo ich nicht oben war. Für die Rollen in Franks Bergdramen muss Leni Riefenstahl klettern und Skifahren lernen. Aus einer Berliner Tänzerin wurde eine begeisterte Bergsteigerin. Da können Sie sehen, wie steil das geht. Senkrecht 700 Meter hinunter. Wunderbar. Herrlich. Was man heute Free Climbing nennt, hat Leni Riefenstahl schon damals für die Kamera geübt. Barfuß.
Bergsteigen war damals Männersache. Doch Leni Riefenstahl fällt es nie schwer, sich in einer Männerwelt zu behaupten. Dies wird ihr auch später bei den Nationalsozialisten keine Schwierigkeiten bereiten. Ihr eiserner Wille setzt sich durch. Ich gucke dahin. Also kann die Berge nur als Totale von hinten mit mir gebracht werden. Und was ich erzähle, muss so gebracht werden. Anders geht es doch gar nicht. Wenn Sie hier vom Klettern sprechen wollen, kann ich nur mit dem Gesicht zu den Felsen sein. Das kann ich Ihnen ja gar nicht sagen. Sie mal, zur Zeit müsste man näher dran sein. Nein, gar nicht. Das bringen Sie ja extra. Sie können ja doch unabhängig, wenn ich spreche, mit Ziele die Wand bringen. Sie können doch das einschneiden. Ja. In der Totale sind die Berge so klein. Ja, klar, aber wir brauchen trotzdem eine Totale. Nein, das kann man nur filmisch lösen. Das muss man nur anders filmisch lösen. So kann man das nicht lösen. Wenn Sie mich, da sind die Berge so klein, haben sie überhaupt keine Wirkung. Sie können das nur durch Schnitte machen. Sie können das nie in einer Einstellung kriegen. Ja, nicht, dass es wieder heißt, ich mache einen Hitlergruß. Den Bergen gegenüber, genau, ja. Aufnahme. Das dort, das ist die berühmte Ostwand im Rosengarten. Oberhalb des Gipfels, eine Seillänge unter dem Gipfel, mussten wir biwakieren. Wenn ich runtergeschaut habe, habe ich ein paar Lichter gesehen von den Hütten. Vielleicht unbewusst war es deshalb so faszinierend, weil man alles vergessen hat, alles. Die Sorgen, die Probleme, man musste aufpassen, um nicht runterzufallen. Es ist ein sehr, sagen wir mal, ein Sport, der von Kopf bis Fuß den ganzen Körper in Anspruch nimmt und ein Gefühl der Freiheit vermittelt. Man ist so ganz eng verbunden mit dem Fels, mit der Natur, mit den Bergen. Und wenn Sie dann den Gipfel erreicht haben, dann sind Sie so selig, so glücklich, dass Sie einfach nur den Wunsch haben, das möglichst oft zu erleben. Für ihren nächsten großen Film überredet Leni Riefenstahl Regisseur Arnold Fank, den bekannten Kunstflieger Uden zu engagieren. Hinzu kam noch ein Co-Regisseur, G.W. Pabst, einer der großen Namen im deutschen Film. Ja, weil Fank ein wunderbarer Regisseur für Freilichtaufnahmen, für Naturaufnahmen war. Und Pabst war ein fabelhafter Regisseur für Spielfilme. Und da habe ich die beiden zusammengebracht. Und das ging wunderbar. Es war ein Pispalü mit einer der Gründe, warum der Film so ein Welterfolg wurde. Dreharbeiten am Motorradgletscher im Engadin. Wenn der Papst zu mir sagte, Leni, schau rechts, dann habe ich links geschaut. Und wenn er links sagte, schau dich rechts, dann sagte er zu mir, Leni, du bist doch nicht die Regisseurin, du musst als Schauspielerin gucken, nicht durch die Kamera. Und da war er der Erste, der sozusagen mich darauf aufmerksam machte, dass ich Talent zur Regie habe. Ein ganzer Berghang wird vereist. Im Film die Pizpalü Nordwand. Für die Kamera kommt der Gletscher ins Tal. Der berühmte Realismus von Arnold Fank ließ weder Doubles noch Aufnahmen im Studio zu. Es musste alles echt sein. Also, die Aufnahmen beim Pizpalü, wo wir auf dem Eisband sitzen, das war bei 28 Grad minus. Seit 50 Jahren war es nicht so kalt im Engadin gewesen. Und wir mussten nachts arbeiten, sitzen und dann bekamen wir noch durch die Maschinen Schneesturm ins Gesicht geblasen. Dann müssen wir ihn festbinden. Stürzte sich hinunter.
Von Pabst lernt Leni Riefenstahl die Grundlagen der Schauspieldramaturgie. Ja, er war ganz anders als Fank. Der Fank hat eigentlich gar nichts angegeben. Da musste man das so alleine machen, rein improvisieren. Aber Pabst hatte eine genaue Vorstellung. Er hat es praktisch etwas nicht vorgespielt, aber doch den Schauspieler in diese seelische Stimmung gebracht, die er brauchte. Etwas sehr Wichtiges. Man vergaß eigentlich die Kamera. Man wurde plötzlich diese Person, die man darzustellen hatte. Im Heroismus der Bergdramen von Fank glaubten manche Kritiker nach dem Krieg, eine ideologische Wegbereitung des Faschismus zu erkennen. Bei den Dreharbeiten von Arnold Fank konnte Leni Riefenstahl alle Bereiche der Filmtechnik von Grund auf erlernen. Der heute zu Unrecht vergessene Pionier war seinen Mitarbeitern ein penibler Lehrmeister, auch wenn er ihnen das Letzte abverlangte. Oh, daran dürfen Sie mich gar nicht erinnern. Das war einfach, das war nicht schlimm, das war grausam. Fank hatte vor, dass ich hochgezogen werde und eine Lawine über mich stürzen sollte. Das habe ich abgelehnt. Ohne mich, habe ich gesagt. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Dann hat er gesagt, Lenischen, pass mal auf, wir machen gar keine richtige Lawine. Wir tun nur so ein bisschen Schnee runterlassen. Also er hat so gut zugeredet und hat mir noch ein kleines Trinkgeld versprochen. Schließlich habe ich mich also da überreden lassen, wurde eingewickelt in Seile. Oben saßen die Kameraleute und dann hieß es los. Da wurde ich hochgezogen. War ich 2-3 Meter in der Höhe, rasselten Eisbrocken und eine richtige Lawine über mich. Ich schrie, mir traten die Ohren, mir in die Augen weh und Fank immer weiter, weiter, weiter. Und dann haben die mich noch über die Kante oben gezogen. 4 Wochen hatte ich grüne und blaue Flecke. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe den Fank gehasst. Berlin in den späten 20er Jahren. In der Öffentlichkeit sind die Nationalsozialisten nicht mehr zu übersehen. Ein junger Fanatiker namens Goebbels hält flammende Reden. Während auf den Straßen Machtkämpfe zwischen linken und rechten Extremisten ausgetragen werden, ist in den Filmstudios die deutsche UFA zum Konkurrenten Hollywoods geworden. Sie produziert Welterfolge. In dem Atelier, das man jetzt Marlene-Dietrich-Halle nennt, kann Leni wieder lernen. Diesmal von Josef von Sternberg. Sternberg nahm mich jeden Tag mit ins Atelier, bis so lange, bis es auch Marlene zu viel wurde. Ich mochte sie sehr, ich verehrte sie. Sie war etwas sehr Ungewöhnliches, aber sie war sehr eifersüchtig. Und dann gab es eines Tages einen ziemlichen Krach im Atelier, hat sie provoziert. Das war diese berühmte Szene, wo sie auf dem Fass sitzt und das Lied singt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Und da hat sie mich also sozusagen durch vulgäres Benehmen aus dem Atelier ekeln. Und da hat Sternberg das bemerkt, eingegriffen. Und da hat sie verlangt, dass sie nicht mehr spielt, wenn ich noch ins Atelier komme. Er hat gesagt, Leni, du bist das ganze Gegenteil von Marlene. Ihr seid beides besondere Geschöpfe, aber ganz entgegengesetzt. Und so wie ich Marlene geformt habe und aus ihr dieses wunderbare Geschöpf gemacht habe, mache ich es auch
von dir und hat dich überhaupt noch nicht entdeckt. Ich bedauere es unendlich, dass ich damals, als er mir das Angebot machte, nach Hollywood zu gehen, nicht gehen konnte. Der Grund, ich war damals, hatte eine sehr starke Bindung an einen Mann, den ich nicht verlassen wollte. Und aus diesem Grund, dem einzigen Grund eigentlich, habe ich es zu verdanken oder zu betrauern, dass ich nicht nach Hollywood gegangen bin. Als Sternberg später Leni Riefenstahls ersten eigenen Film sieht, wird sein Urteil über sie noch präziser. Ja, er hatte sich mit mir den Film Das blaue Licht angeschaut. Und da spiele ich ja die Rolle der Junta, ein unschuldiges, naives Naturkind, was asexuell ist, also in der Wirkung und auch sein soll. Und Marlene war ja der Typ, der Sextyp, erotisch und eine Sphinx, ein Star, ein Superstar, elegant. Und er meinte eben, dass ich das absolute Gegenteil von Marlene wäre. Und das stimmt ja auch scheinbar. Marlene geht mit Sternberg nach Hollywood und unterstützt von dort den Kampf gegen Hitler. Leni wird Filme für den Führer drehen. Noch kämpfen in Berlin die Nationalsozialisten um die Macht. Noch müssen sie Wahlen gewinnen. Aber der Mann, der glaubt, Deutschland retten zu müssen, steht schon bereit. Ob die Deutschen können, da ich doch selber Deutsche bin. Die wollten einen Führer und die haben einen Führer bekommen, ja? Nicht? Denn wir alle Deutsche sind doch so. Wir wollen einen Führer. Ich war und wieder dieser grässliche Hitler gekommen ist, da haben die doch gesagt, ach, wie wunderbar, das ist ein Führer. Dass jemand mir sagt, mach so, mach das. Na ja, da ist schon was dran, was Marlene sagt. Es war bei uns auch in der Schule und im Elternhaus Disziplin Numero 1. Das stimmt schon, muss ich ihr recht geben. Ich könnte mir schon denken, dass die Deutschen also sehr gern jemand hätten, wo sie glauben, dass es ein Vorbild für sie sein könnte, dass sie sich ganz gern führen lassen. Das glaube ich schon. Während sich die Deutschen immer mehr um ihren neuen Führer scharen, zieht es Leni Riefenstahl wieder in die Berge. In Südtirol dreht sie ihren ersten eigenen Film. Ein romantisches Märchen. Produktion, Regie und Hauptrolle Leni Riefenstahl. Die Giulia, ein markanter Felsgipfel der Brenta in Südtirol, wird vor Leni Riefenstahls Kamera zum Mythos. Kristall, das heißt, die Kristalle sind eigentlich symbolisch das Thema vom blauen Licht. Junta, die die Rolle eines unschuldigen, wilden Bergmädchens spielt, war fasziniert von dem Licht, von der Grotte. Es gab in den Bergen eine Kristallgrotte, die nur Junta kannte. Und die man nur sehen konnte, wenn das blaue Licht bei Vollmondnächten in diese Spalte hineinschien. Dann schimmerte das Blau. Symbolisch das Ideal, was man nie erreicht, aber immer sich wünscht und erträumt. Das ist das Thema vom blauen Licht. Warum haben Sie für Ihren ersten Film einen Märchenstoff gewählt? Eigentlich deshalb, weil Dr. Funk für seine Themen, die ja realistisch waren, märchenhafte Landschaften gemacht hat, wenn Sie sich erinnern. Und das fand ich immer einen Stilbruch. Die märchenhafte Landschaft und die realistische Handlung passten für mich nicht zusammen. Da ich aber auch die schöne Landschaft liebte, das Märchenhafte, das Malerische, dachte ich mir, es würde besser passen, wenn ich da auch eine märchenhafte Handlung hineinnehme.
Das Mädchen mit den Bergkristallen ist eine Ausgestoßene, eine Art Hexe. Niemand versteht ihre Macht über den geheimnisvollen Berg, den Zugang zu den Edelsteinen. Aufnahme. Ich habe, bevor ich bei Frank gearbeitet habe, als Tänzerin schon Manuskripte geschrieben, allerdings keine Drehbücher. Nun lernte ich Karl Mayer, den bekannten Dramaturgen, den Besten, der den Murnau-Film, die Murnau-Filme geschrieben hatte, und Béla Balázs kennen, der damals als der beste Drehbuchautor galt. Und die waren so begeistert von dem Stoff, dass sie mir gute Ratschläge gaben und Balázs sogar ohne Honorar mitmachte. Balázs hat die Dialoge geschrieben, ich die optischen Szenen. Und so war das eine ideale Zusammenarbeit. Hier sehe ich zum Beispiel, dass ich den Wasserfall eingezeichnet habe, die Sonnenstellung. Und hier steht 7.10 Uhr früh. Die Aufnahmen müssen bis 8 Uhr beendet sein. Das heißt, es steht sogar die Optik mit der 7,75er Brennweite. Es ist alles vermerkt. Haben Sie also jede Szene vorher ganz genau schriftlich festgelegt? Jede Szene durch die Kamera eingestellt, das Licht bestimmt und alles ganz genau vorher geprobt. Es lief alles wie am Schnürchen. Wir haben sogar von jeder Szene eine Bildprobe gemacht, das heißt das Negativ entwickelt, um zu sehen, ob wir es noch verbessern können. Also es lag ganz großer Wert auf die Qualität der Bilder, ja. Von Anfang an macht Leni Riefenstahl keine Kompromisse. Für ihren ersten Film lässt sie sich aus Hollywood eine Spezialoptik kommen. Für die Nachtszenen sogar ein neues Filmmaterial entwickeln. Die habe ich gemacht, indem Aqua für mich ein besonderes Material damals gemacht hat, das sogenannte spätere R-Material. Und wenn man das mit einem roten Filter aufnimmt, dann ist das, wird blau, dunkel, fast schwarz. Und so konnte ich ohne Scheinwerfer die Kletteraufnahmen als Nachtaufnahmen machen. Es war ein Experiment. Und der Sieger sagten, war ich die Erste, die an den Originalplätzen in der Kirche gedreht habe. Also nicht aufgebaut, die Spielszenen, sondern in der kleinen Kirche im Sarntal habe ich während des Gottesdienstes mit dem Geistlichen die Aufnahmen machen dürfen und gemacht. Und die Stuben habe ich im Museum gemacht von Bozen. Das heißt, sämtliche Aufnahmenräume sind damals in einem Spielfilm zum ersten Mal an Originalstellen gefilmt worden. Hallo.
Als er fertig war und ich den Film der Agfa vorführte, die den Verleih hatte, waren die gar nicht begeistert. Und ich war auch nicht begeistert. Ich war enttäuscht. Der Film hatte nicht die Wirkung, die ich mir vorgestellt habe. Dann bin ich zu Frank gegangen, habe ihm das gezeigt. Da hat er gesagt, Leni, kommst du morgen zu mir, dann werden wir das verbessern. Da sind noch einige Schwächen und Längen drin. Als ich am nächsten Tag zu ihm kam, hatte er meine ganze Kopie in hunderte von Schnitten zerschnitten und es vollkommen umgeschnitten. Ich war entsetzt, denn es hat auch nicht gewirkt und war kaputt. Die ganze Arbeit war umsonst. Leni Riefenstahls unbeugsamer Wille hilft ihr nicht nur, steile Felswände zu bezwingen, sondern auch Tiefpunkte in ihrer Karriere zu überstehen. Der Kampf im Schneideraum damals war nur der erste von vielen. Durchgesetzt hat sie sich fast immer. Dann habe ich mich mal erst ein paar Tage ausgeheult und dann habe ich angefangen, neu zu schneiden. Aber diese Operation war sehr heilsam. Ich habe, obgleich mir der Schnitt nicht gefallen hat, weil ich mir ganz anders vorgestellt habe, doch so wirksam, dass ich vieles mir gemerkt habe, was Frank gemacht hatte, worauf ich nie gekommen wäre, diese Unterschneidung der Szenen und so weiter. Das zu oft zerschnitten. Ich habe aber gesehen, es war schlecht, wenn ich es nicht zerschneide. Und ich habe das übernommen, aber in dem Rhythmus, wie ich es für das Thema des Films für richtig hielt. Das habe ich vorher nicht gemacht. Wenn ein Regisseur eine Aufnahme macht, da geht jemand lang, da kommt er nicht ohne weiteres auf die Idee, die zu zerschneiden, die Szene. Besonders wichtig war das in der Mondnacht, wo die Bauern die Türe schließen. Ich hatte das zuerst so geschnitten, der schließt die Tür, der schließt die Tür und der schließt die Tür. Das war normal und logisch. Aber Frank hatte das anders gemacht. Er hatte angefangen, die eine Tür zu schneiden, der andere hat sie weitergemacht, der dritte wieder so und ist zurückgegangen. Und dieser Wechsel hat das so interessant und spannend gemacht. Das war ein ganz besonderes System. Das habe ich sofort intuitiv verstanden und habe das auf mein Thema übersetzt. Das heißt, ich habe es alles langsamer gemacht, aber doch nicht so langsam, wie ich es vorher gemacht habe. Und da habe ich gelernt. Machen Sie doch die Fensterläden nicht zu. Bei diesem schönen Wetter. Höchst Vollmond. Ah, das blaue Licht. Der Film wird ein Welterfolg. Er läuft monatelang in London und New York. Und diese Junta, die in dem Film so eine Art Hexe darstellte, habe ich wie in einer Vorahnung in meinem Leben nachgespielt, das heißt nacherlebt. Junta wurde geliebt und wurde auch gehasst. Und ich möchte sagen, so ist es mir auch ergangen. Geliebt und gehasst. Und wie diese Junta ihre Ideale verloren hat durch das Zerbrechen der Kristalle, durch den Verlust der Kristalle, so habe ich meine Ideale nach dem Ende dieses furchtbaren Krieges auch verloren. Insofern war dieser Film eigentlich eine Vorausahnung meines eigenen Schicksals. Sie Kontakt zu den Nationalsozialisten damals? Ja, als ich das blaue Licht wusste ich von deren Existenz überhaupt nichts. Habe ich nicht mal den Namen Hitler gekannt. Wie Sie meinen, während der Zeit, wo ich am blauen Licht war, da habe ich keine Ahnung gehabt. Überhaupt nicht. Und als Sie dann der Filmjournalist Ernst Jäger in einem Gespräch auf Hitler aufmerksam gemacht hat? Da sagte er mir, gehen Sie heute in diese Versammlung der Nationalsozialisten, und das habe ich gar nicht verstanden. Ich sage, wieso? Ich war noch, was soll das? Ja, da ist doch, heute spricht doch Hitler in Berlin, im Sportpalast. Ja und, sagte ich, da sagte er, wissen Sie, ich habe so das Gefühl,
Wenn Sie ihn hören würden, das könnte Ihr Schicksal werden. Habe ich gelacht, sag ich, wieso soll das mein Schicksal werden? Sagte mir Jäger, der also ein Gegner der Nationalsozialisten war, was ich aber nicht wusste, hatte keine Ahnung. Ja, sagte er, das würde ich Ihnen doch raten. Und da wurde ich neugierig und bin hingegangen. Und das war eben mein Schicksal, ja. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meintet, es müsse und nun ein Wandel kommen und er kann nicht und immer wieder muss er an euch da Appell gerichtet werden. Es muss weiter gekämpft werden, es geht nicht. Ihr dürft nicht handeln, ihr müsst gehorchen, ihr müsst euch fügen, ihr müsst euch diesem unharten Zwang beugen. Es war eben so, ich habe das erste Mal in meinem Leben eine politische Versammlung gesehen. Es war für mich ungeheuer beeindruckend. Ich wurde mitgerissen von der ganzen Stimmung und ich hatte damals von Hitler einen faszinierenden Eindruck. Und daraufhin, aufgrund dieses Eindrucks, habe ich ihm einen Brief geschrieben und wollte ihn kennenlernen, weil ich mir dachte, na, ist das vielleicht der Mann, der Deutschland retten kann? Mir sagte der Adjutant, als ich ihn fragte, wieso habe ich eine Antwort bekommen, sagte mir der Herr Brückner, ja, der Führer war begeistert von ihrem Tanz an das Meer im Heiligen Berg. Das hat ihm so gefallen. Was für einen Eindruck hatten Sie dann, als Sie persönlich mit ihm zusammen waren? Ja, interessant. Er war das Gegenteil von dem Eindruck, den ich im Sportpalast hatte. Im Sportpalast wirkte er wie ein Politiker, der also die Leute begeistert oder versucht zu begeistern. Und dort wirkte er eigentlich wie ein ganz bescheidener Privatmann, von dem man gar nicht sich vorstellen konnte, dass der Massen bewegen konnte. Er wirkte sehr natürlich, sehr einfach und bescheiden. Also machte einen sympathischen Eindruck. Als ich ihn das erste Mal auf Plakaten sah, fand ich ihn ausgesprochen hässlich. Aber als ich ihn dann im Leben traf, ihm gegenüber, war das verschwunden. Da hat man diese Züge oder diesen Schnurrbart und so gar nicht wahrgenommen. Da ging eine sehr große Ausstrahlung von ihm aus und da war das nicht mehr so der Fall. Aber als Mann hat er mich überhaupt nicht interessiert und fasziniert. Sie hatten das Gefühl, dass er eine Art dämonische Suggestivkraft hatte. Ja, das habe ich schon in der Kongresshalle gespürt und noch stärker bei der persönlichen Begegnung, dass er eine Ausstrahlung hatte, die irgendwie hypnotisch wirkte. Und das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Ich wollte ja nicht meinen eigenen Willen, meine Freiheit verlieren. Und da habe ich damals schon das Gefühl gehabt, möglichst mich nicht in diese Atmosphäre zu begeben, weil das den freien Willen leben würde. Sie hatten also jetzt einen Eindruck von der Person. Was für einen Eindruck hatten Sie von seinem politischen Programm? Ja, das kannte ich noch gar nicht. Da hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und ich hatte auch gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, denn ich musste am nächsten Tag schon nach Grönland. In dieser Hollywood-Produktion der Universal, dem letzten gemeinsamen Film mit Funk, spielt sie einmal mehr die schöne Abenteuerin, die tapfere Heldin, eine Rettungsfliegerin im Eismeer. Für das Publikum verkörpert Leni Riefenstahl ein Ideal, das Hitler geschickt für seine Ziele einsetzen wird. Übrigens hat er damals gesagt, wenn wir einmal an die Macht kommen, dann müssen Sie meine Filme machen. Ich habe das ja nicht ernst genommen und habe auch gleich dagegen protestiert und gesagt, ich kann nur machen, was ich gerne machen möchte. Und ich bin vor allem Schauspielerin und ich möchte schöne Rollen haben. Es sind gerade diese Rollen, die ihr das Image verschaffen, das Hitler so bewundert. Die heroische Superfrau, eine unerschrockene, aber reine Bergfee, die hoch über den Gipfeln thront.
Unerreichbar für die Massen. Ein überlebensgroßes Idol. Ein Mythos. Also das, was auch Hitler gerne sein wollte. Da hat er gesagt, ja, also wenn Sie einmal älter sind und reifer sind, dann werden Sie vielleicht meine Ideen verstehen, von denen ich damals noch nichts wusste. Januar 1933. Hitler wird Reichskanzler. Die Folgen lassen nicht auf sich warten. Deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer! Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Leni Riefenstahl ist wie so oft gerade nicht da. Sie dreht in den Schweizer Alpen. Von der Bücherverbrennung haben wir nichts erfahren, denn es gab damals noch kein Fernsehen. Das habe ich alles nachträglich erfahren, wie ich zurückkam. Und vor allen Dingen meine Freunde, die ich hatte. Sind ja emigriert dann schon. Da habe ich eben die Briefe schon vorgefunden in meiner Post. Die hatten mir geschrieben und da war ich todunglücklich drüber. Und als ich dann den Auftrag bekam, zu Hitler zu kommen, habe ich ihn daraufhin angesprochen. Und sein Gesicht hat sich sofort verdüstert. Und er hat gesagt, ich bitte Sie, Fräulein Riefenstahl, über dieses Thema mit mir nicht zu sprechen. Das heißt, Sie haben versucht, das zum Thema zu machen? Sofort, als erstes. Ich habe als erstes das versucht und habe gemerkt, dass er darüber nicht möglich ist. Es war gerade so weit, dass er gleich seinen Adjutanten rief und dann bat, dass ich rausgeführt wurde. Also ja. Er war nicht bereit, mit mir darüber zu sprechen. Und gerade meine Freunde, die so emigriert sind, das waren drei oder vier gute Freunde, vor allen Dingen Manfred Georg, der hat mir gesagt, ich soll bleiben. Gerade die bleiben, sollten verhindern, dass sich ein Antisemitismus ausbreitet. Wir sollten also sozusagen ein Bollwerk dagegen sein. Und wir hatten alle gedacht, das ist nur eine Wahlpropaganda, das ist im Augenblick, das wird sich widerlegen. Und haben eigentlich diese große Gefahr nicht vorausgesehen. Deutschland 1992. Was empfinden Sie, wenn Sie solche Bilder sehen? Schrecklich. Entsetzlich. Es könnte eigentlich nichts Schlimmeres geschehen, um Deutschland zu schaden, wie diese Aktionen. Erinnern solche Bilder nicht an die Kristallnacht? In gewisser Beziehung schon, natürlich. Es ist schrecklich. Es ist erschütternd. Man müsste diese Menschen, unter ihnen sind ja fast Kinder, vielmehr aufklären, welchen Schaden sie anrichten für sich selbst, nicht nur für Deutschland, auch für sich selbst. Es wird mehr Arbeitslose geben, wir werden boykottiert werden, man wird uns mit der Vergangenheit wieder zusammenbringen. Es wird so viel zerstört, es ist entsetzlich. Wissen Sie, dass viele dieser Jugendliche den Hitlergruß benutzen? Auch ich glaube, dass das alles dumme Jungs sind, dass das keine Politiker sind. Wenn es politisch denkende Menschen wären, dann würden sie ja nicht gegen unschuldige Menschen vorgehen, sondern dann würden sie Demonstrationen gegen Politiker machen, doch nicht gegen diese Ausländer. Das hat doch mit Politik gar nichts zu tun. Das sind Chaoten, Kriminelle.
Sie hatten damals Mein Kampf gelesen. Hat Ihnen das die Augen geöffnet über die wahren Ziele des Führers? Nein, das war sehr interessant. Ich habe das Buch nicht ganz gelesen, aber einige Kapitel. Und da gab es Dinge, die mir sehr gefallen haben. Alles, was über die sozialen Probleme handelte, denn das war ja überhaupt der Grund, warum, glaube ich, Hitler damals so viele Anhänger hatte. Die 6 Millionen Arbeitslose, die Not, das hat mir, was über die Rassen oder Rassentheorie stand, das hat mir natürlich missfallen. Und da habe ich auch Bemerkungen gemacht auf dem Buch, das Hitler später zufällig dann in die Hände bekam. Habe ich gesagt, ja, gut oder schlecht, nicht gut und so weiter. Also ich habe das ganz getrennt. Und wie hat er da reagiert auf diese Kritik? Ja, da hat er gelacht. Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, in einem kühnen und grandiosen Schwung haben wir die Feinde des Landes zu Paaren getrieben. Und welche Beziehung hatten Sie zu Propagandaminister Goebbels? Die schlechtesten, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Er ist mir vor der Machtübernahme, wo ich ihn mal kennenlernte, eigentlich in einem Fahrstuhl im Hotel Kaiserhof, sind wir zusammen raufgefahren, hat er mich verfolgt. Er wollte mich unbedingt haben als Frau, er wollte mich zu seiner Geliebten machen und so weiter. Und er war ganz und gar nicht mein Typ. Ich hatte gar keine Zuneigung zu ihm. Und das hat er mir also nie verziehen, diese Ablehnung. Und das hat sich später immer mehr verschlimmert. Er war eigentlich, ich möchte sagen, beinahe ein Feind. Ja, aber wenn man Goebbels Tagebücher aus der Zeit von Anfang 33 liest, hat man den Eindruck, dass sie bei Hitler und bei ihm zu Hause ein- und ausgingen wie gute Bekannte. Also diese müssen Sie mir mal vorlegen. Das habe ich noch nie gelesen. Kein einziger Satz, aus dem hervorgeht, dass ich da ein- und ausgehe. Das ist reine Fantasie. Nachmittags Leni Riefenstahl. Ich mache ihr den Vorschlag eines Hitlerfilms. Sie ist begeistert. Abends mit Magda und Leni in Butterfly. Es wird gut gesungen. Und Anfang 33 war ich überhaupt nicht bei ihm. Nie, hat er auch nichts gesagt. Mit Hitler durch den Abend gefahren. Später heim nach Hause. Philipp von Hessen und Leni Riefenstahl. Sehr nett. Ich war nicht einmal. Auch nicht in Schwanwerder, wo alle da waren. Sämtliche, die heute noch leben. Ich war nicht eingeladen. Ich war nicht mal eingeladen. Bei Hitler. Film von Albers gesehen. Furchtbarer Mist. Leni Riefenstahl, Gerda Maurus und Maria Winkelstern. 3 schöne Frauen. Ich bin so aufgeregt. Ja, können wir mal jetzt eine Pause machen? Was Sie da gesagt haben, das ist ja unglaublich. Ja, ich kann es Ihnen zeigen. Ich habe gesellschaftlich ein, aus den Tagebüchern steht drin. Das steht doch überhaupt nicht drin. Das ist doch nicht wahr, Herr Müller. Sie können es mir zeigen. Bitte zeigen Sie mir, wo das drin steht. Dass ich gesellschaftlich da ein- und ausgegangen bin. Wer sagt die Wahrheit? Der Propagandaminister oder die Regisseurin? Es gibt viele sich widersprechende Aussagen. Goebbels war ja ein Meister der Lüge. Nürnberg, die Kaiserburg. Für Hitler ein besonderer Ort, denn er sah sich in der Tradition der deutschen Kaiser. Sein Führerbild ging zurück bis zu den römischen Imperatoren. Deshalb wurden in Nürnberg Reichsparteitage organisiert. Von den kolossalen Bauten, manche nie vollendet, ist heute nur wenig übrig. Die Begeisterung der Menschen damals für die Paraden der Nationalsozialisten ist kaum nachvollziehbar. Hier fanden die großen Aufmärsche statt. Bis zu 100.000 Mann wurden mobilisiert. Ihr Film über den Parteitag 1934 wird Leni Riefenstahl zum Schicksal. Ihr großes Talent zum Verhängnis. 38.000 Arbeitsmänner zur Feier angetreten. Zwar gab es später radikalere Parteitagsfilme anderer Regisseure, aber die sind längst vergessen. Der erste Film sollte der Film werden. Es sollte nur einen geben. Es sollte nie 2 geben oder 3. Nur einen einzigen Parteitagfilm. Nur wurde der erste im Jahre 1933, der konnte nicht
fertiggestellt werden oder nicht gedreht werden, sondern nur sehr wenige Meter, weil wir gestört worden sind. Es war keine Vorbereitung da. Die Partei wollte nicht, dass wir den Film machen, der ja ein Auftrag von Hitler war. Der Film wurde boykottiert. Leni Riefenstahls erster Parteitagsfilm Sieg des Glaubens galt bis vor kurzem als verschollen. Also grotesk es klingt, die Partei, die den Film machen sollte, hat nicht gewollt, dass ich ihn mache. Und Sie sind auch bei den Abschalten. Wir sind wieder bei diesem Thema. Da sind Sie aber selber reingerutscht. Ja, es ist klar, durch die, das ist sehr schwer zu trennen. Das kann man doch wegschneiden, ist doch nicht so schlimm. Das ist sehr schwer zu trennen. Das ist so wichtig, über die ich gerne spreche und ausführlich, aber doch schau bei diesem scheiß Licht doch nicht. Meldet dem OSSA-Führer 100.000 Mann SA Stahlhelm und SS zur Parade vor dem Führer angetreten. Hitler und Röhm, damals noch rivalisierende Partner im Kampf um die Macht. Ja, aber Sie haben angefangen, vom ersten Film zu sprechen, vom Sein. Dann dürfen Sie nicht von die Filme, da muss ich sagen, was der erste Film ist. Dann dürfen Sie nicht von dem Sieg, den ersten sprechen und vom zweiten. Vom zweiten haben Sie gesprochen, Sie, nicht. Ja, aber vom ersten haben Sie gesprochen. Ja, das ich wollte ja nur vom nein, ersten reden. Nein, vom ersten konnte ich gar nicht. Da habe ich ja fast nichts gemacht. Wer sieht, wie amateurhaft Hitler hier immer wieder aufgenommen ist, wie unbeholfen viele Einstellungen wirken, kann verstehen, warum Leni Riefenstahl nicht gerne über diesen Film spricht. Er wirkt wie ein Entwurf zum eigentlichen Werk. Der Mangel an Perfektion, den die Umstände erzwangen, erregt sie noch heute. Nein, da muss ich Ihnen erklären, dass der erste Film nicht ein Parteitag war, sondern nur, dass das nur Aufnahmen waren, die ich dann zusammensetzen musste, weil Hitler das wollte, komme ich auf Hitler rauf und gar nichts mit der Technik mehr zu tun hatte. Die richtige Technik, da können Sie nur vom Triumph des Willens sprechen. Also im ersten Film war gar keine Technik in dem Sinne? Nein, haben wir doch gar keine vorbereitet. War ja nicht, ich bin ja erst hingekommen, als der Parteitag schon da war. Da muss ich Ihnen noch erklären, warum. Da muss ich Ihnen sagen, lieber Herr Müller, ich konnte nichts machen, weil die Partei es verboten hat und mir es nicht mitgeteilt hat, wie Hitler einen großen Krach mit dem Goebbels hatte. Muss ich doch sagen, erwähnen etwas, warum ich beim ersten gar keine Technik überhaupt nicht anwenden kann. Sie können ja alles sagen, was Sie wollen. Nein, das will ich aber diese wichtigen Sachen hier nicht sagen. Zum Donnerwetter! Nicht nur die Arbeit der Kameraleute, auch die Organisation der Veranstaltung selbst wirkt keineswegs perfekt. Es ist offensichtlich, Hitler und Leni üben noch. Ein Jahr später sind beide reif für ihr berüchtigtes Meisterwerk. Da ist ja auch nichts gemacht beim ersten Film. Da sind ein paar Szenen gedreht worden, wie jetzt wir hier rumlaufen, ein paar Szenen, und die wurden zusammengesetzt. Haben Sie das nicht selber geschnitten? Doch, ich musste es zusammensetzen, aber ich hatte kein Material. Ich hatte ja kaum Material. Eine Gemeinschaft! Dennoch, einige Sequenzen haben bereits den typischen Riefenstahl-Touch. Der Herkunft, des Standes, des Berufes, des Vermögens, der Bildung. Eine Gemeinschaft. An solchen Stellen ist Leni Riefenstahls Handschrift unverkennbar. Bildgestaltung und Montage vereinen sich zu beängstigender Intensität. Und in einem großen Wollen.
Arbeitgeber waren zufrieden. Naja, die waren ja auch mit jeder Wochenschau zufrieden. Hauptsache, es waren Hakenkreuzfahren drin, ne? Also das hat ja nichts zu sagen. Der Film, ich musste ihn ja auch schneiden. Das wurde ein Kurzfilm, der also, sagen wir mal, aufgeführt wurde in irgendeinem Theater. Ich weiß es nicht mehr, in welchem Theater. Und Hitler, und denen hat das gefallen. Für die war das natürlich schon interessant, aber nicht befriedigend, denn Hitler bestand darauf, dass ich ihn im nächsten Jahr mache. Und Sie waren auch nicht zufrieden damit? Na, für mich war das überhaupt kein Film. Für mich war das ein etwas belichtetes Material. Immer wieder wird deutlich, damals ist Hitler noch nicht Alleinherrscher. Neben ihm auf gleicher Höhe SA-Chef Röhm, den Hitler kurz darauf ermorden ließ. Boykott der Dreharbeiten durch die Partei hat Leni Riefenstahl so erbost, dass sie sich sofort anschließend bei Hitler beschwert. Ich habe genau erzählt, was los war. Und Goebbels war dabei. Und können Sie sich vorstellen, was sich da abgespielt hat? Goebbels ist weiß geworden wie Kreide, Hitler wütend außer sich und hat gesagt, das wird nie wieder vorkommen, Sie werden den Film im nächsten Jahr machen. Ich habe gesagt, ich kann es nicht, ich werde es nie wieder machen. Also für mich stand damals fest, dass ich das nicht mehr machen würde. Und ich bin heulend davon gelaufen und kam, wie ich nach Hause kam. Bald danach kam ein Anruf, ich musste zum Goebbels ins Ministerium. Und es war genau das Datum, an dem der Goebbels damals nach Genf gefahren ist, um zu erklären, dass Deutschland aus dem Völkerbund austritt. Darum weiß ich das Datum noch. Also ich kam in sein Büro im Propagandaministerium, da schrie er mich an, wenn Sie ein Mann wären und nicht eine Frau, dann würde ich Sie jetzt die Treppe runterschmeißen. Sie sind eine ganz gefährliche Frau, es ist unmöglich, kommen Sie mir nie mehr unter die Augen und so weiter. Und so ist das ausgegangen. Und alles, was später kam, kam aus dieser Quelle, aus diesem Hass. 1934 dreht sie wieder in Nürnberg. Diesmal hat sie freie Hand. Sie arbeitet jetzt direkt für Hitler. Triumph oder Pakt mit dem Teufel? Heute ist es ganz leicht, sowas zu denken, natürlich, wenn man weiß, was dieser Mann angerichtet hat und was er schreckliche Dinge getan hat oder durch ihn geschehen sind, dann ist das klar, das stimmt, es ist ein Pakt mit dem Teufel. Aber vorher wusste man das ja nicht, dass Hitler wahrscheinlich war eine schizophrene Figur, er war Teufel und das Gegenteil, er war vielleicht beides. Und damals hat man nur diese eine Seite zu sehen bekommen und nicht diese schreckliche, gefährliche Seite. Mit enormem Aufwand dreht Leni Riefenstahl den bis heute besten Propagandafilm aller Zeiten. Jedenfalls nach Ansicht der Cineasten. Für die Regisseurin selbst war der Parteitag allerdings kein aufregendes Filmthema. Ich wollte ihn auf keinen Fall machen, weil ich spielen wollte und weil ich mir diese schreckliche Arbeit nicht antun wollte. Ich war nicht dagegen aus politischen Gründen, auf keinen Fall. Also das hatte damit nichts zu tun, sondern einfach, ich wollte was anderes machen, wollte nicht das machen. Aber ein Wunsch von Hitler war auch ein Befehl damals, oder? Ich wollte sagen, ich hätte mich sehr schwer entziehen können. Es wäre fast unmöglich gewesen. Und dann habe ich einen letzten Versuch gemacht, indem ich schnell mit dem Auto nach Nürnberg gefahren war, weil ich hörte, Hitler ist dort. Und da traf ich ihn bei einer Besprechung mit Speer und seinen Leuten, hat er Pläne gehabt. Und da hat Hitler zu mir gesagt, Fräulein Riefenstahl, schenken Sie mir nur 6 Tage Ihres Lebens. Das sind nur 6 Tage. Ich möchte gern, dass der Film von einem Künstler gemacht wird und nicht von einem Parteifilmregisseur. Ich würde es machen, habe ich gesagt, wenn Sie mir versprechen, dass ich nie wieder einen Film
für das Reich, für sie oder für die Partei machen muss. Das stimmte. Jedenfalls fast. Das war mein eigener Vorschlag, war gar nicht Hitlers Idee, sondern mein Vorschlag, weil ich großen Ärger bekam mit der Wehrmacht. Die hat sich bei Hitler beklagt, dass sie nicht im Triumph des Willens genügend eingeschnitten war. Wir hatten nur ein paar schlechte Aufnahmen wegen Regen bekommen, da konnte ich die ganzen Übungen nicht hineinnehmen. Es kam nur ein paar Meter hinein. Und da waren die Generäle bei mir im Schneiderraum und haben sich beschwert. Und hat Hitler mich gebeten, damals doch einen Versuch zu machen, etwas mehr von ihnen zu bringen. Und das ging nicht. Ich sollte da die Nahaufnahmen von den Generälen machen, am Anfang als Titel. Und das habe ich abgelehnt. Und da war Hitler sehr verärgert. Und da, um ihn zu beruhigen, ist mir eingefallen, die Idee, dass ich sagte, ich werde im nächsten Jahr meine Kameraleute hinschicken, einen Tag nach Nürnberg, und da können die Wehrmachtsübungen aufnehmen, und dann werde ich daraus einen Film schneiden, einen Kurzfilm. Und so ist es entstanden. 800 Meter lang, und für mich hat er keine Bedeutung. Es ist halt nur die Wehrmacht in dem Film drin. Was die dort machen, ist die Vorbereitung eines Angriffskrieges. So sieht's aus, jedenfalls. Das ist möglich, dass man das heute alles anders sieht. Aber 1935 war das eine Übung der Wehrmacht auf dem Parteitag. Wie jetzt zum Beispiel sind doch manchmal Übungen, wo die Flugzeuge fliegen in bestimmten Formationen. So waren damals Übungen gemacht vor den ausländischen Diplomaten als Show. Es war eine Show. Weiter nichts. Der Wehrmachtsfilm ist längst vergessen. Nicht aber das Werk, für das er ein halbes Leben lang geächtet wurde. Dokumentarfilm begann und anfing, überlegte ich mir, was kann ich machen, um etwas Besseres zu machen als die Wochenschauen. Und die Wochenschauen waren ja damals im Jahre 1934, wo ich den Triumph des Willens aufnahm, statisch. Es gab ja also nur Aufnahmen, unbewegte, keine Fahraufnahmen. Und ich überlegte mir, das Wichtigste ist, die Aufnahmen bewegt zu machen, dann sind sie interessanter. Darum haben meine Kameraleute angefangen, mit Rollschuhen Aufnahmen zu probieren und vor allen Dingen sehr viele verschiedene Standpunkte. Marschierende Truppen und endlose Reden zu fotografieren, ist auch für Leni Riefenstahl keine leichte Aufgabe. Ihr ist klar, nur die Bildregie kann den Film interessant machen. Sie nimmt damit vorweg, was heute in modernen Studios selbstverständlich ist. Mehrere Kameras drehen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln so mobil wie möglich.
Dadurch hat die Regisseurin später die Möglichkeit, den Film so dynamisch zu schneiden, wie es bisher im Dokumentarfilm noch niemand gemacht hatte. Gar nicht wie ein Dokumentarfilm, sondern wie ein Kunstwerk, was er ja auch sein soll. Diese künstlerische Verdichtung, wie haben Sie denn die erreicht? Ja, das ist ein Gefühl, was für Bilder, die Übergänge zu finden zu Bildern, eine Verbindung von einem Blick zu einem anderen oder von einer optischen Farbskala, Grautönen zu den anderen. Das heißt, es ist wie eine musikalische Komposition. Und ganz wichtig ist dabei, dass man, wenn man einen Höhepunkt hat, diesen Höhepunkt an die richtige Stelle des Films setzt, damit sich der Film ständig steigern kann. Heil, Arbeitsmänner! Heil, mein Führer! Warten! Immer! Warten! Das musste ich natürlich am Schneidetisch hunderte Mal ausprobieren. Ich habe also über 5 Monate an dem Film geschnitten und in dieser, zuerst waren es 12 Arbeitsstunden, dann waren es 14, dann waren es 18 und zum Schluss waren es 20 Arbeitsstunden. Das heißt, ich konnte in dieser Zeit nichts anderes machen, als am Schneidetisch sitzen und versuchen, eine Lösung zu finden, damit es keinen Ruck gibt, damit es auch wirklich fließend ist und damit es interessant ist. Das musste ich durch 100 Versuche ausprobieren. Kamerad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Bayern. Und du? Vom Kaiserstuhl. Und du? Aus Pommern. Und aus Königsberg. Aus Schlesien. Von der Waterkant. Vom Schwarzwald. Aus Dresden. Von der Donau. Vom Rhein. Und von der Saar. Ein Volk. Ein Führer. Ein Reich. Deutschland. Diese künstlerische Verdichtung, diese Intensivierung und Steigerung, von der Sie sprachen, die hat man Ihnen ja später zum Vorwurf gemacht, indem man das Glorifizierung nannte. Ja, schon. Wahrscheinlich. Gott, die Leute, die das machen, die hätten es mal selber machen sollen, den Film. Ich meine, man kann entweder eine Wochenschau machen, das wurde ja auch gemacht, die gab es ja, oder man konnte versuchen, aus dem Material einen Film zu machen, der interessanter ist als eine Wochenschau, ohne Aufnahmen zu stellen. In Flandern, im Westen, im Osten, im Süden. Wasser und in den Wolken. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen! Ist Ihnen aufgefallen, dass in diesem Film, was sonst normal wäre, kein Kommentar verwendet worden ist? Ist kein Kommentator da, der irgendwie etwas erklärt? Und das ist auch einer der Gründe, warum es sich unterscheidet von einem Dokumentarfilm und einem Propagandafilm. Denn wenn es ein Propagandafilm, was viele behaupten wäre, dann hätte durch einen Kommentator das die Bedeutung und der Wert dieser Veranstaltungen erklärt werden müssen. Das ist nicht der Fall. Im Film wirken Bild und Montage stärker als Worte, vor allem auf das Unterbewusstsein.
In diesem Film sieht das Volk zum ersten Mal Großaufnahmen des Führers. Das war gar nicht sehr schwierig, denn der Hitler hat sich davon gar nicht beeinflussen lassen oder beeindrucken lassen. Er konnte um ihn herum tanzen, wie er wollte. Sie haben sogar Schienen gelegt um ihn herum, ja? Ja, das war eine Idee. Schauen Sie, ich hatte drei oder vier Reden von Hitler aufzunehmen. Wie konnte ich es machen, dass jede Rede anders wirkt, dass sie sich nicht wiederholt? Da ist mir der Gedanke gekommen, wenn ich um eine dieser Reden Schiene, eine Rundschiene lege, dann ist die Rede interessanter, als wenn ich sie von einem Standpunkt aufnehme. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft sie in euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist. Und ihr müsst euch in dem Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Sehen Sie den Fahrstuhl dort? Das war damals ganz schwierig, die Erlaubnis zu bekommen. Ich gehe noch mal zurück. Da, die Erlaubnis zu bekommen, an der Fahnenstange diesen winzigen kleinen Fahrstuhl einzubauen. Aber es hatte eine gute Wirkung. Was im Schnitt auch auffällt, ist dieser Kontrast zwischen diesen gigantischen Menschenmassen und einer Einzelperson, eben Hitler. Ist es ein bewusstes Prinzip? Na, es gab gar nichts anderes. Es gab hier nur diese zwei Motive. Es gab den Hitler und das Volk. Das nicht zum Beispiel sehr schwierig. Sie sagen ja, Sie haben von Politik keine Ahnung gehabt, denn es lauter politische Reden zu kürzen und zu schneiden. Nee, das ist doch gar, hat mit Politik überhaupt nichts zu tun. Das ist eine technische Sache. Wenn ich eine Rede habe von 2 Stunden, unabhängig, was der Inhalt ist, ob er über Bäume, Fische oder Politik redet, und die Rede muss auf 5 Minuten gekürzt werden, dann wird jeder Kötter Ihnen das, was er rausschneiden kann, rausnehmen. Die Rede muss einen Anfang haben, muss ein Ende haben, das ist vorgegeben. In der Mitte irgend 2, 3 Sätze, die wichtig sind, und das andere muss eben rausgeschnitten werden. Was ist wichtig? Das ist doch völlig logisch. Ich sage ja, ein Anfang, der wirklich da war, und ein Ende. Und in der Mitte irgendetwas, da zum Beispiel, wo die Leute am meisten begeistert waren. Nicht? Das kann jeder Kötter doch machen, das ist doch gar kein Problem. Also nach dem Applaus gerichtet oder so? Ja, nach der Wirkung, auch nach dem Ausdruck. Es ist zum Beispiel, wenn Sie Kötter sind und Sie haben da die Möglichkeit, von Hitler rauszuschneiden, wie er sich die Nase putzt oder wie er hustet, dann werden Sie lieber diese Sache nicht nehmen, sondern da, wo er einen Ausdruck hat, der irgendwie, sagen wir mal, interessanter ist. Das ist doch klar. Ein Kötter muss finden, welche Momente wirken am besten. Das hatte mit Politik überhaupt nichts zu tun, denn die Rede hat ja sowieso immer ein Thema nur gehabt. Ein großer Befehl zugrunde liegt. Und den Befehl gab uns kein irdischer Vorgesetzter. Den gab uns der Gott, der unser Volk geschaffen hat. Nun waren die Parteitage selbst eine großartige Inszenierung, auch heute noch. Waren Sie da als Regisseurin beteiligt oder wer hat das entworfen? Da muss ich aber lachen. Wieso sollte ich daran beteiligt sein? Ich war ja nicht einmal Parteimitglied. Ich war auch kein Architekt. Wie kommen Sie darauf, dass ich daran beteiligt sein sollte? Aber das waren doch großartige Inszenierungen. Wer hat die gemacht? Wer hat das erfunden? Hitler und Speer haben das gemacht. Ganz alleine? Ja, ganz alleine. Ich hatte damit nichts, ich wusste gar nichts, hatte keine Ahnung davon. Ich habe das gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. Aber die Idee, dass ich da mitgewirkt habe, finde ich ja geradezu albern. Unser deutsches Volk siegt Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!
Kommen diese Masseninszenierungen, die ja teilweise wie eine Wagner-Oper aussehen. Aber diese Masseninszenierungen gibt es doch auch in Moskau, die gibt es doch auch in Peking. Haben Sie die gesehen, nicht diese tollen Massensachen, die Sie gemacht haben jetzt vor einigen Monaten in Peking oder in Korea? Das ist doch gar nichts Neues, das gibt es doch überall. Die waren doch gewaltig, diese Vorbeimärsche. Die waren viel grandioser wie die im Triumph des Friedens. Also die ganzen Waffen vorbeimarschiert, die ganzen Raketen wurden vorbeimarschiert, die Tribünen waren mit Hunderte von roten Tüchern geschmückt. Das war doch alles noch viel gigantischer. Das sollte so aufgenommen werden, wie ein Künstler es sieht und nicht wie ein Politiker es sieht. Das war es ja gerade. Hitler wollte ja keinen politischen Film. Er wollte einen künstlerischen Film und es ist scheinbar geworden. Ich wusste es gar nicht, dass ich das kann. Wenn ich ihn nicht machen wollte, lag es nicht daran, aus politischen Gründen, sondern weil ich mir das überhaupt nicht zugetraut habe. Eine fast unlösbare Aufgabe. Trotzdem hat man Ihnen doch nachher vorgeworfen, dass Sie mit diesem Film eine Verführerin geworden sind. Naja, es gibt ein paar Dummköpfe, die sowas sagen. Da kann ich nichts anderes sagen, ich finde es ausgesprochen blöde. Dann hätte ich es ja inszenieren müssen. Dann hätte ich der Hitler sein müssen. Oder dann hätte ich diese Menschen dahinstellen müssen. Künstler, der Filme macht, eine enorme Breitenwirkung hat, vor allem damals, als es weder Fernsehen noch Radio gab. Ja. Und hat so ein Künstler dann nicht auch eine ganz besondere Verantwortung? Ja, welche sollte ich denn haben? Es war doch damals so, dass 90% von Hitler begeistert waren. Also eine Widerstandskämpferin, meinen Sie, hätte ich sein sollen, aber das waren nur sehr wenige. Und sollte ich zu diesen wenigen gehören, oder wie meinen Sie das? Nein, ich meine, weil Sie sagen, Politik hat Sie nicht interessiert. Nee, überhaupt nicht. Das war für mich auch nicht Politik, der Film. Das war eine Veranstaltung. Sie sagen, ich hätte sie genau, nein, ich hätte das genauso aufgenommen in Moskau, wenn ich es hätte müssen. Nicht gerne, aber müssen wäre es genauso geworden. Oder in Amerika, wenn da vielleicht irgendetwas anders stattgefunden hätte. Ich habe die Materie, die Motive so gut als möglich fotografiert und filmisch gestaltet. Ob das nun Politik war oder ob es über Gemüse gab oder über Obst gab, das war mir ganz wurscht. Das war eine, ich verstehe das gar nicht. Wenn ich Politik, dann wäre ich ja ein Parteimitglied gewesen. Da hätte ich mich doch für Partie, wie sagt man, interessiert. Für Politik. Aber ich war ja überhaupt nicht in keiner einzigen Veranstaltung jemals drin gewesen. Ich habe auch alle Angebote, andere Filme zu machen, politische Filme, habe ich sehr sämtlich abgelehnt, habe nie einen gemacht. Die Frage ist ja ein bisschen eine andere. Wenn man in Medien arbeitet, müsste man sich da nicht eigentlich politisch interessieren? Ja, vielleicht in der heutigen Zeit schon.
Damals nicht. Und wenn es damals, wer hätte es denn gemacht? Die waren doch alle begeistert. Wie würden Sie sich heute zum Beispiel politisch als Künstler verantwortlich fühlen? Wie könnten Sie mir das erklären? Dass der Künstler, wenn er etwas schafft, sich vielleicht fragt, was mit dem geschieht, was er macht. Also, was ist nun mit diesen Künstlern oder wie soll man über diese Künstler urteilen, die zum Beispiel zur Zeit Stalins Filme gemacht haben, wie Eisenstein, Pudowkin und so weiter? Was soll man zu den Künstlern sagen, die in der DDR Filme, auch gute Filme gemacht haben? Und was soll man zu den Künstlern sagen, die im Dritten Reich gute Filme gemacht haben? Was heißt da politisch verantwortlich? Sind die alle politisch verantwortlich? Und wenn ja, für wen zum Beispiel? Wie könnten Sie heute zum Beispiel wissen, wer politisch eine richtige Zukunft uns sichert? Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Und noch etwas muss ich dazu sagen. Ein Künstler, der sich voll und ganz seiner Aufgabe widmet, kann gar nicht politisch denken. Und das ist bei einem Künstler, oder alle Künstler in der Vergangenheit, die Großes geschaffen haben, eigentlich fast nie der Fall. Ob sie nun von Michelangelo oder Rodin oder Rubens oder die Impressionisten nehmen, diese Leute haben alle, glaube ich, keine Zeit oder kein Gefühl gehabt für die Politik. Und wenn, hätten sie ja auch nicht gewusst, was kommt? Sie haben mich auch gefragt, ich will gleich weiter sagen, ob der Film Triumph des Willens eine Botschaft hatte. Also bei der Arbeit selber habe ich natürlich solche Gedanken überhaupt nicht gehabt. Aber als ich den Film geschnitten habe, habe ich schon herausgefunden, dass da eine gewisse Botschaft drin ist. Die können Sie im Film finden. Und zwar einmal die Beschaffung der Arbeitsplätze, siehe den Komplex Arbeitsdienst und vor allem die Kongressreden von Hess, wo er sagt: Sie waren uns der Garant des Sieges. Sie sind uns der Garant des Friedens. Adolf Hitler, Sieg Himmel! Sieg Himmel! Sieg Himmel! Damals haben wir das als eine Botschaft empfunden. Friede, Friede. Und das ist im Film immer der Fall. Andere politische Motive oder Ziele sind nicht erwähnt. Es ist nicht von Antisemitismus die Rede, es ist nicht von der Rassenlehre die Rede, nur von Arbeit und Frieden. Das sind die Botschaften im Film Triumph des Willens. Filme mit viel mehr Hakenkreuzfahnen, voll von Hakenkreuzfahnen und anderen Tendenzen und politischen. Triumph hatte eben gar keine. Und darum habe ich auch nie das Gefühl gehabt, ich habe etwas getan, was irgendeinen Schaden anrichten konnte. Und wenn das drin gewesen wäre, dann hätte der Film nie von den Franzosen 2 Jahre vor Kriegsausbruch die Goldmedaille bekommen. Der Nationale Filmpreis 1934-35 wurde Leni Riefenstahl für den Film vom Reichsparteitag in Nürnberg, Triumph des Willens, zuerkannt. Dieser Film stellt eine ganz große Leistung im gesamtfilmischen Schaffen des Jahres dar. Er ist zeitnah, weil er die Zeit darstellt.
darstellt. Er bringt in monumentalen, nie gesehenen Bildern das hinreißende Geschehen unseres politischen Lebens. Er ist die große filmische Vision des Führers, der hier zum ersten Male bildlich in nie gesehener Eindringlichkeit in die Erscheinung tritt. Dieser Film bedeutet ja, dass er, wenn Sie politisch sprechen, ganz im Sinne der damaligen Zeit war. Das heißt, 90% der Menschen, der Deutschen und ein großer Teil der Ausländer, haben damals an diesen Frieden, der da verkündet wurde, geglaubt. Wenn Sie jetzt mit dem Abstand der Zeit Triumph des Willens sehen, Sie sind sicher einerseits stolz, ihn gemacht zu haben, andererseits hat er doch dazu beigetragen, dass die zweite Lebenshälfte sehr, sehr schwierig wurde bei Ihnen. Wie sehen Sie denn jetzt? Also einmal war ich nie stolz, auch heute nicht, früher nicht. Stolz worauf? Für diese Schinderei, die ich da hatte, für diese Arbeit. Das war entsetzlich, ich bin fast draufgegangen, gesundheitlich, beim Schneiden dieses Films. Und was habe ich davon gehabt? Der Film ist zwar, gilt zwar als sehr gut Dokumentarfilm, hat mir aber doch nur Schäde eingebracht. Er wurde als Propaganda, nach dem Krieg als Schäde. Vor dem Krieg natürlich hat er ja noch alle internationalen Auszeichnungen bekommen. Zum Beispiel die Goldmedaille in Paris und auf der Biennale die Goldmedaille. Aber nach dem Krieg habe ich nur nicht nur Schäde bekommen, sondern wurde ich gegeißelt wegen dieses Films. Also kann ich nicht stolz darauf sein, sondern ich bin ganz todunglücklich, dass ich ihn gemacht habe. Wenn ich gewusst hätte, was der Film mir einbringt, hätte ich ihn nie gemacht. Nach dem Krieg lud eine ganze Nation ihr schlechtes Gewissen auf diese Frau. Leni Riefenstahl wurde boykottiert und geächtet. Sie konnte keinen Film mehr drehen. Anderen, die Menschen in den Tod geschickt hatten oder an Gräueltaten beteiligt waren, geschah wenig oder nichts. Triumph des Willens wird bis heute nicht gezeigt. Man hat immer noch Angst, sich mit der suggestiven Kraft dieses Films auseinanderzusetzen. Können Filme so gefährlich sein? Sind sie das schlechte Gewissen, das stumme Gedächtnis des Volkes, das sich nicht erinnern will? Diese Aufnahme gehört zu meinen Lieblingsaufnahmen. Denn dieser Effekt hebt das hervor, sagen wir, das Feierliche. Dadurch, dass es mit einer großen Tele aufgenommen wurde und die Fahnen so zusammengestellt sind. Und jetzt kommt gleich wieder etwas Interessantes. Das ist die Wirkung der Fahrstuhlaufnahme. Und jetzt schwenkt die Kamera auf die eine Seite nach rechts. Und dann schwenkt die Kamera auf die andere Seite nach links. Und diese beiden Einstellungen ergeben die Form eines Kreises und wirken dadurch sehr gewaltig. Hier überschneiden sich die Fahnenreihen. Das war möglich durch die verschiedenen Kameraeinstellungen. Und im Schnitt her ist es etwas tänzerisch nach einem Rhythmus gemacht, genau nach der Musik geschnitten. Das sind die Fahnen vom Stahlhelm. Es gab damals verschiedene Formationen, die da vorbeimarschiert sind. Die Veranstaltung war die vom Luther. Ist auch interessant, wie die Treppen da runtergehen. Hier, sehen Sie? Dam, dam, dam. Ganz genau nach der Marschmusik. Interessant.